Die Arbeit mit umfangreichen Baugruppen ist häufig eine Herausforderung, da eine Vielzahl von Modellen geladen wird und Interaktionen zwischen diesen Komponenten aufgelöst werden müssen. Dies kann besonders schwierig sein, wenn Sie mit Layouts arbeiten, in denen Platz optimal genutzt und Ausstattung organisiert werden soll. Mit SolidWorks 2017 werden neue Werkzeuge und verbesserte Workflows eingeführt, um viele dieser Herausforderungen zu bewältigen. Teile und Baugruppen können als Einheiten mit geeigneten Verbindungspunkten veröffentlicht werden, die einfache Verknüpfungen per Drag-and-Drop ermöglichen. Nach dem Einfügen rasten die Komponenten sofort auf einer Grundebene ein und können durch einfaches Drücken der Tabulatortaste gedreht werden, um die ungefähre Position zu bestimmen. Wenn sich eine Einheit einer anderen nähert, werden Fanglinien angezeigt, die angeben, dass eine magnetische Verknüpfung zwischen den Verbindungspunkten der beiden Modelle angewendet werden kann. Sobald die Komponente abgelegt wird, wird sie verknüpft. Magnetische Verknüpfungen können einfach durch Ziehen getrennt werden. Anschließend kann das Modell an einer anderen Stelle verknüpft werden. Die neuen magnetischen Verknüpfungen vereinfachen die Organisation von Ausstattung und die optimale Nutzung von Platz. Achten Sie auf die Symbole im Feature Manager. Alle diese Modelle sind Speedpacks oder extrem vereinfachte Konfigurationen. Wenn der Speedpack-Grafikkreis angezeigt wird, können Sie deutlich sehen, dass Sie nur mit einem Teil des Modells arbeiten, was in umfangreichen Baugruppen zu einer deutlichen Leistungsverbesserung führt. Das Veröffentlichen von Einheiten, um sie mithilfe der magnetischen Verknüpfung zu verbinden, ist ein unkomplizierter Vorgang. Sie müssen nur die Grundebene auswählen, einen Offset eingeben, falls erwünscht, und dann einen Verbindungspunkt sowie eine Richtung zur Verknüpfung festlegen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Speedpack-Konfiguration ad hoc automatisch zu erstellen. Und schon ist das Modell bereit für die Zusammenführung mit anderen Einheiten in Ihren Layouts. Speedpacks wurden ebenfalls verbessert. Jetzt können Referenzgeometrie, Skizzen und Kurven integriert werden, ebenso wie die veröffentlichten Referenzen, was ihren Nutzen für umfangreiche Baugruppen deutlich aufwertet. Mit den neuen magnetischen Verknüpfungen wird die effiziente Organisation Ihrer Ausstattung für einen problemlosen Prozessablauf und eine optimale Platznutzung einfacher als je zuvor. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für die Verwendung von SolidWorks. Mit mehr Leistung und Effizienz erfüllen die bewährten Lösungen von SolidWorks Ihre Anforderungen in puncto Konstruktion und Entwicklung. Um alle neuen und verbesserten Features in SolidWorks 2017 kennenzulernen, melden Sie sich zu einem Seminar in Ihrer Nähe an oder besuchen Sie mysolidworks.com, Ihre zentrale Anlaufstelle für alles rund um SolidWorks.